dass für mich Traum immer etwas auch Erreichbares ist. Was ist denn diese traumhafte Welt für dich? Für mich ist Traum auch gleichzeitig total real. Mhm. Also das Ding ist einfach, dass ich schon von klein auf an immer das, was ich geträumt habe, ist bei mir mal passiert. Also ich wollte von klein auf an, seit ich das erste Mal in der Oper war, habe ich davon geträumt, Puppenspieler zu sein, Opernregisseur zu sein. Ich bin Puppenspieler, Opernregisseur. Und das, was ich jetzt auch geschrieben habe, ist, dass für mich Traum immer etwas auch Erreichbares ist. Für mich ist Traum auch ein Wunsch. Mit 10 Jahren war es ganz ein konkreter Wunsch und Traum, die Zauberflöte zu inszenieren, ja, zum Beispiel. Weil das war meine allererste Oper und das war für mich das prägendste Erlebnis. Ja, das hat sich bis jetzt noch nie ergeben und seit 3 Tagen weiß ich, ich mache das 2017 in Schweden. Aha. Also meine Träume erfüllen sich alle total. Gibt es für dich eine Welt, die so quasi, die für dich traumhaft schön ist? Na, eigentlich nein. Ich glaube, da lebe ich eher so im Moment. Also ich bin da, glaube ich, wirklich... ich sehe die Welt so, wie sie ist, mit allem, ich meine, ich bin jetzt nicht so kritisch, dass ich sage, die Welt ist ganz schrecklich und wir müssen sie ändern, sondern es gibt ja auch die wunderschönsten Flecken und wunderschönsten Situationen auf unserer Welt und auf die konzentriere ich mich und was kommt und so, das weiß ich nicht, aber ich hoffe oder ich träume davon, richtig zu reagieren, wenn sie dann da ist. Welchen Traum möchtest du denn quasi hier oder Träume in diese Dose füllen? Was ich in so einer Situation, wie ich jetzt bin, auch zu bleiben. Also das heißt, dass ich meine Kunst, also jetzt nicht, dass ich jetzt stehen bleibe, sondern dass ich meine Kunst, dass ich die Möglichkeit habe, meine Kunst, so wie sie jetzt ist, zu machen. Dass ich ein Publikum weiterhin habe, dass ich den Luxus oder die Freiheit habe, die Stoffe zu machen, die ich will, die ich wichtig empfinde. Gibt es da eine Welt, wo du sagst, könnte ich sie ändern? Vielmehr das ist, was ich mir wünsche, was in meinem Traum ist. Na, wenn die Menschen einfach ein bisschen mehr auf sich achten würden. Wenn einfach, ich meine, das ist... Auf sich oder aufeinander? Aufeinander. Ja, einfach, dass man einfach ein bisschen wacher ist, dass Menschen einfach auch erkennen, dass es nicht immer nur einen Lehrer gibt, der ihnen was einbläuen muss, sondern dass man eigentlich die meisten Dinge nur selbst sich lernt. Das ist das Ding. Dass man einfach sich selbst bauen muss, dass man nicht darauf vertraut, dass irgendwie, dass man von einem System irgendwo hingebracht wird, sondern dass man sich selbst bauen muss. Wenn ich in dieser Stadt, in deiner Idealstadt sozusagen unterwegs wäre, würde ich das irgendwie erkennen? Ich wünsche mir, also natürlich so ein paar Sachen wünsche ich mir schon, aber ganz perfekt darf es auch nicht sein, weil dann wäre es langweilig und ich wäre arbeitslos. Ich glaube, in einer Stadt oder in die Idealstadt oder ein Idealort, wo es nach meinen Vorstellungen gehen würde, würde es definitiv mehr in Richtung da wird viel mehr Kultur passieren, glaube ich. Weil ich würde nie Leute zwingen, ich würde nur das Angebot erhöhen. Wenn Leute sagen, wir müssen, das hört man leider immer noch und das ist ganz schrecklich, wir müssen nach vorn schauen, weil in der Zukunft ist unsere Zukunft und das ist ein Blödsinn. Ich finde, wir müssen überall hinschauen. Wir müssen in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft schauen, weil das ist im Grund eins. Und wenn wir das nicht tun, können wir nicht vorwärts schauen.